Moin Moin zusammen, zu einer neuen Runde Satisfactory. Ich leg mal hier den Kaffeetasse aus der Hand. Ach, da habe ich sogar noch eine Wattpatrone vergessen. So, nächster Schritt. Und zwar müssen wir hier, habe ich den Anzug an? Ja, genau. So, jetzt knistert es wieder gleich. Das ist also keine Störung, sondern. Na, wie heißt es hier? Die Strahlung. So, wir müssen hier die Kollegen, ummantelte Uranzelle, von unserer Recyclinganlage hier irgendwie hinschaffen. Das ist jetzt eher so ein kleines Problem. Gibt zwei Möglichkeiten. Man nutzt entweder einen Mod, der Material beamt, will ich nicht, weil der verbraucht so gut wie keine Energie und ja, das ist nicht so. Es gibt zwar einen anderen, aber der ist noch nicht irgendwie geupdatet. So, oder mit dem Zug. Wenn wir das jetzt hier mit dem Zug machen, dann gibt es das nächste. Dann müssen wir das hier umbauen und hier irgendwie rauskriegen. Und zwar der hier, dieser Belade- oder Entladeterminal wird nicht genutzt. Nur die ersten zwei. Ja, da, hier ist nichts. Das wird nicht mehr benutzt. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, ob das die hier keinen Mist bauen. Jetzt hier fahren nämlich eine Menge Züge lang. Na, geh du mal weg. Die, die jetzt hier durchfahren, wie zum Beispiel der mit dem Schwefel, und der müsste jetzt eigentlich da lang fahren. Die anderen haben ein Problem. So, jetzt machen wir den weg. Das geht ja wieder hier nicht. Ich muss ja das hier markieren. So. Huch, habe ich wieder nichts. Okay, warte mal. Nehmen wir den mal weg. Und Motoren, wie viele Motoren habe ich eigentlich? Habe ich nur 50. Nehmen wir noch was anderes weg. Nehmen wir den weg. Nehmen das und das schmeißen wir weg. Das heißt, wir machen hier noch. Der fährt dann gut. Haben wir eine Ausgleichsstrecke für den anderen halt nicht, ne? Der das hier anliefert. Jetzt muss ich mal hier schauen. Du musst weg. Du musst weg. Ach Gott. Und irgendwie musst du hier hin und dann haben wir hier diese schwebenden Fundamente. Das ist natürlich jetzt auch wieder nicht so schön. Warte mal, dann machen wir dich hier da mal hin. Das tun wir auch noch fixen. Das tun wir, nehmen wir gleich hier weg. Und dich. Warum bist du jetzt nicht außenrum gefahren? Wer bist denn du überhaupt? Hä? Hä? Der Schwefelzug. Ach, du bist der Schwefelzug, der zur Recyclinganlage da durch die Gegend eiert? Habe ich ja noch irgendwie eine Verbindung vergessen, aber du hättest auch da rumfahren können. Aber er hat wahrscheinlich wieder vorher seinen Weg festgelegt. Mist, jetzt kriegen wir den hier nicht weg. Zeig mal her. Krieg ich den hier? So, so, so. Nee, da haben wir nämlich jetzt das Problem. Jetzt kriegt man den nicht weg. Ja. Ja, Wüste Schwefelporix-Fabrik. Toll. Den können wir jetzt abreißen. Mal gucken. Ja. Das ist jetzt natürlich geil. Warte mal, ich fixe das gerade mal. So, jetzt sind ja alle Züge da irgendwie gegen gedonnert, weil sie da nicht außen rumgefahren sind. Habe ich da eingeparkt, hier eingeparkt. Da ist jetzt auch, musste ich auch wieder die Loks löschen. Die müssen die neuen Wege wieder einprogrammiert werden. Ach Gott. Ja, so ist es halt, ne? Weil die irgendwann mal ihren Weg festlegen und dann knallen die da rein, anstatt außen rum zu fahren. Jetzt muss ich den nochmal hier kurz abreißen. Den hoffe ich nicht, dass da wieder einer kommt und dagegen knallt. So, weg mit dir. Machen wir schnell den Bahnhof hier hin. So, komm. Der muss so oder so umdrehen. Irgendwann muss ich da oben mal Wendeschleife machen. Frachtbahnhof. Das machen wir auch so rum. Zack. Es ist hier wahrscheinlich der Weg zu kurz, um da dran zu kommen. Nee, tut uns einen Gefallen. Wahnsinn. So, da haben wir die Strecke wieder gefixt. Und den nehmen wir jetzt nicht Uranfeld.
Wo ist er denn? Den nennen wir. Wie heißt denn der? Wie heißen denn hier diese Dinger? Ich habe vergessen die immer. Uranzelle. Uranzelle Anlieferung. Nennen wir den mal. Station 35. Uranzelle Anlieferung Recycling. Irgendwie so. Ne? So. Das kann da lang. Und rein theoretisch müsste es ja dann funktionieren, wenn man das Ding, der steht sowieso nur da, eigentlich. Ich mache ihn mal weg. Den brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht. Nochmal Plastik. Brauchen wir Plastik? Nee. Der stand nur da, falls mal irgendwann. Wie viel machst du eigentlich? Das reicht ja noch voll und ganz. Das reicht voll und ganz. Das muss da oben dran. Wo bist denn du? Du bist der Äußere. Ja, ihr könnt die Strecke wieder benutzen. Das ist er. Okay, er holt den Brennstab ab. Das passt. Die zwei Züge muss ich dann da fixen. So. Mal gucken, was das ist hier. Oder da drüben dran. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch, ne? Doch. Oder hier dran. Da. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, ne? Was ich hier machen wollte, ist das hier. Und wenn man zwar hier zur Logistik geht und dann den Fusionator nimmt und den da oben dran klatscht und dann da mit dem Band runter, komme ich hier nicht durch, ne? Natürlich nicht. Seht ihr hier schon die Hitbox, ne? Das Weiße, den weißen Rahmen. Und dann halt da. Machen wir das mal so. Hoffentlich geht es dann da oben. Man könnte es auch so machen. Ja, so. Nee, das sieht beschissen aus. Ich mach's mal so. Mit den Fusionatoren geht es manchmal nicht. Und dann. Das ist ein 1er Band. Mehr brauche ich da eigentlich auch nicht. Den. Und so. Wahrscheinlich der Strom aus dem Weg. Jetzt holen wir uns das mal. Nehmen wir den. Ja, na klar ist der im Weg. Sicher jetzt von hier aus schon. Holen wir uns mal hier. Haben wir gar nicht so viel. Toll. Und. Ja, dann machen wir es so. Hä? Der ist nicht gerade, ne? Warum snappt denn der, wenn der ins nächste dran snappt, ist denn der da nicht gerade? Das muss man später nochmal angucken. Dann gehen wir da lang. Gehen wir an dem Band hier vorbei. Oh, und da lang. Okay, du bist so gemacht, dann machen wir es auch so. Genau, der Strom hast du in der Mitte. So, und dann machen wir den so. Oh, okay, das sieht ja nicht cool aus. Also muss der einer weiter rüber. Ich mache das Band hier gerade mal dran. So, jetzt habe ich das Band hier angeschlossen. Hier geht es also raus. Hier kommen dann die Uranstäbe hin. Ob der Splitter da hinten funktioniert, der Fusionator, das sehen wir dann. Jetzt, die Züge fixe ich dann erst. Ich gehe mal zurück zum. Ich habe nämlich hier mir so einen Teleporter hingestellt. Gehe ich mal gerade zurück. Wie viel haben wir noch? 119 Filter. Zum Purex.
Oder man muss mal einstellen. So, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin und los, bitte. Danke. So. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ich hatte ja schon, glaube ich, lass ihn erstmal fertig laden hier. Hat da, glaube ich, schon ein Loch in die Wand gemacht. Nee, habe ich nicht. Das ist ja ein Bahnhof, der nicht genutzt wird. Da, ach nee, oben habe ich noch. Jetzt gucken wir mal. Ich zeige euch erstmal, wo das die Uranzelle eigentlich rauskommt. Und zwar da. Dann ist sie in einer Linie. Da kommt die Uranzelle raus. Ich habe ein Loch in die Wand gemacht. Machen wir noch ein Loch in die Wand. So. Da kommt die raus. Und zwar sogar ziemlich mittig oder überhaupt mittig. Da können wir das auch so machen. Bitte. So. Oder drin, nee, will ich jetzt eigentlich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, nehmen wir den oder bauen wir noch einen Bahnhof hier hin? Dann ist der nämlich eigentlich wichtig. Das ist eigentlich nur unser Baustellenbahnhof gewesen. Wir brauchen nämlich nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr, aber ich will dich ja auch nicht wieder durch die Gegend transportieren. Also machen wir hier Transport, Bahnhof und ein Doppeldings. Und da ist... Ist es egal, wie rum der fährt? Ja, ist egal. Das ist Sand. Wie weit stehst du dran? Ziemlich nah dran, ne? Nicht genügend Freiraum. Nochmal eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch. So, hier. Das ist deutlich weiter hinten als das. Warum ist das so? Wegen dem Sand? Dass da nicht genügend Freiraum ist. Was habe ich da eigentlich dran gemacht? Ach, ist das nur so ein Dings? Was ist denn das hier? Nee, ist der Bahnhof. Der geht da vorne dran. Der andere geht nicht da vorne dran. Na gut, den kann man ja auch eigentlich abreißen. Der wird ja nicht genutzt. Also lassen wir den hier. Und dann kommt hier gleich eine Frachtplattform hin. Ja. Da kommt eine Frachtplattform hin. Und dann machen wir hier noch eine leere. Und dann gucken wir mal, dass wir den da dran kriegen. Du bist aber auch nicht. Du bist aber hier in der Mitte. Ja, genau. Du bist in der Mitte. So, lass mal schauen. Hoffentlich geht das jetzt, weil die Züge da drauf stehen. Schiene. Hier ist, müsste dann normalerweise... Hier was zum Snappen sein. Das ist eine Weiche, genau. So. Dann machen wir das so. Mist. Doch, sollte gehen. Hier ist die Mitte. Dann 1, 2, normalerweise 3 ist es. Wo fängt denn der die Kurve? Fängt die da an. Das sollte eigentlich klappen. Natürlich nicht. Kurve zu steil. Jetzt aber. Ich bin eins falsch gesetzt? Nö. Passt. Wackelt und hat Luft. Dann heißt dieses Kind jetzt hier Purex Fab Uranzelle. Purex Fab Uranzelle. Oh. Das Teil steht auf Beladen. Hier kommt das Schmodder rein. Okay, dann ist jetzt natürlich hier wieder so eine Sache. Da könnten wir das aber eigentlich auch da hoch, da lang. Wo bist denn du? Wenn ich den hier unter der Decke... Machen wir, dass das mal schnell wegtransportiert wird. Du bist raus, dann bist du rein. Er ist natürlich wieder nicht in der Mitte. Das ist hier, das ist der. So, lass mal hier schnell schauen. Wo ist das Ding? Ja, das kann man so machen. Will ich aber nicht.
Also man könnte jetzt zum Beispiel das Ding so machen. Ja. Darüber und dann da rein. Und irgendwann kriegen wir das mit dem Ding auch hier. Toll. Oder darunter. Dann machen wir es auch gerade darunter. Dann kriegen wir hier die Wände, Mitte. Bitte. Dann so, so. Und so machen wir den da dran. Zack. Muss ich irgendwann wieder zumachen. Hier ist Baustelle. Dann haben wir hier wieder so ein Zwischending. Das heißt, wir brauchen nochmal so eine Wand. So. Okay, dann muss ich das erstmal kurz da dran klatschen, damit das funktioniert. So. Machen wir das. Und dann kommt hier. Nein. Der ist nicht angeschlossen. Warum? Sonst würde er nämlich an der Wand snappen. Okay, und dann brauchen wir hier. Das ist wieder die Logistik. So, den hier. Ich schließe es gerade an. So, angeschlossen. Ne? Das geht, muss ja nicht darunter, geht hier lang. Das mache ich wieder zu, muss ich mal anständige Türen. Ne? Das war jetzt wieder zum Peilen. Ich hatte nur gerade das nur in der Hand. Das können wir direkt machen. So, dann kommt das dahin. Hier kommt es rein. Und jetzt gehen wir nochmal hoch. Nehme ich die Röhre oder nehme ich das Ding? Gehen nochmal durch die Röhre nach oben. Doch oben angekommen. Hier übrigens, hier, guck mal. Stau von Plastikfässern. Hier sowieso, das meist jetzt wieder stehen geblieben. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, da irgendwas fehlt. Ruckeln uns nochmal gerade aus dieser Ecke weg. Oder, ja, es ist, der Schwefel kommt hier sowieso nicht an. Der Zug steht ja noch. Oder es kann sein, dass wir fertig recycelt haben. Dann kann ich den Atomzug nämlich wieder in Betrieb nehmen. Das steht noch da. Das können wir mal gerade. Ist hier was frei? Atommüll, genau. So, Atommüll 1. Okay. Zack. Kein Atommüll mehr da. Den hat man sowieso abgeschaltet. Sind die hier? Ne, die sind nicht leer. Irgendwas fehlt hier wieder. Das ist aber jetzt erstmal Latte. Was fehlt? Ach, Nuclear Solvent. Warum? Du kommst von hier drüben. Das bist du hier, glaube ich. Der Rohölzug nicht kommt. Den Rohölzug abgeschaltet, der fällt ja auch dadurch, ne? Ja, das ist erstmal Latte. So, den fixe ich gleich. Jetzt hier, 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 hier ist das Gelumpe. Und dann geht das jetzt hier einfach mal, oder wir machen den hoch und hoch, damit man hier nicht so lang, damit man da nicht immer ständig gegenläuft. Wir machen das so, so, so. Und so und so und zack. So sind sie. Wenn sie abtransportiert. Unsere recycelten Uranzellen. Abtransportiert und dann dahin, wo sie eigentlich hin sollen. Zack. Hier, er läuft wieder an. Passt. Da bleibt sowieso gleich wieder stehen, weil wir ja dieses Solvent nicht haben. So, alles hier in bester Ordnung. Mehr braucht die Geschwindigkeit hier, muss nicht schneller sein. Wenn die wieder weg sind oder abtransportiert sind, wir brauchen nicht alle einstellen. Wir könnten den so machen, den auslassen. Im Endeffekt später, wenn das läuft, braucht man sowieso nur eins von diesen drei Maschinen. Das ist aber erstmal egal jetzt. Ja, so, bedanke mich fürs Zusehen. Das läuft, ich fixe den Ölzug. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.